Noch am Morgen spielt er ein Showduell in Liverpool. Am Abend sein Auftritt in Hamburg. Magnus Carlsen, 27 Jahre, der Schachweltmeister, zu Gast beim Spiegel. 12 Gegner warten auf ihn, gleichzeitig. Keiner von ihnen hat seine Klasse. Aber wie gut sind sie wirklich? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst die Besten im Simultanduellen vor Überraschungen nicht gefeit sind. Carlsen will seine 100% Siegesquote behalten und er möchte einen schönen Abend haben. To me it's really about the fun aspect. I mean, we just want to show that chess is a fun and interesting game, and I think being involved in these sorts of games does help you develop your brain, and hopefully it will give kids an appetite for making up their own minds, making quick and informed decisions. Rund 150 Zuschauer sind da, alle sehr gespannt. Wann erlebt man schon mal einen Schachweltmeister? Spätestens seit seinem ersten Titelgewinn 2013. Der Norweger war gerade 23 Jahre alt, wird er weltweit bewundert. In Liverpool spielt er gegen Trent Alexander-Arnold. Nach 17 Zügen war Englands Nationalspieler schachmatt. Das Duell sei eher langweilig gewesen. Für den großen Fußballfan war es trotzdem etwas Besonderes. Er selbst spielt auch Fußball und wie in jedem anderen Sport zählt auch im Schach die körperliche Frische. Carlsen achtet sehr auf Fitness und Ernährung. I like to be active and if it helps my chest, then great, and I'm sure it does, because when I'm able to exercise, then I sleep better and I feel more fresh and always play better. So, yeah. Simultanduelle sind auch physisch anstrengend. Von Brett zu Brett hin und her schreitet er die Platten ab und macht Zug für Zug. Alles sieht spielend leicht aus, als müsse er gar nicht überlegen. Dabei ist die Herausforderung gewaltig. Ja, das ist eigentlich ziemlich normal, dass für einen Großmeister man kann so gleichzeitig gegen ziemlich viel spielen. Aber Magnus ist natürlich an der Spitze und er macht das so fließend. Und er ist natürlich absolut Topspieler. 10 Minuten dauert es, da ist der erste Gegner matt gesetzt. Nils Ehlers, Beachvolleyball-Nationalspieler, kam nicht weit. Das ist natürlich schon deprimierend. Ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber im Endeffekt war es das erwartete Ende. Genau, ein paar mehr Züge hätten es vielleicht sein können, aber... Insgesamt 30 Minuten hat jeder Spieler für alle Züge Zeit. Die Spieler, mit denen sich das Schachgenie misst, sind allesamt Amateure. Einige kamen über Carlsens Lern-App Play Magnus. Der jüngste Teilnehmer, Justus Ponywasch, gerade mal 9 Jahre. Justus schlug sich bestens. Er hat den Läufer geopfert. Vielleicht hast du das übersehen, oder? Was meinst du? Ja, hab ich. Okay. Nach gut 45 Minuten muss auch der letzte Gegner aufgeben. Magnus Carlsen behält seine reine Weste bei Simultanduellen. Und Aufgabe. Und das war's. 12-0. 12-0 für Magnus. Das war Spaß. Das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ein einmaliges Erlebnis für diese Spieler hier heute. Und ich glaube, wir haben auch schon viel gelernt. Also diese Erklärung von Magnus über die Partien waren wunderbar. Man kann eigentlich davon viel lernen. Der Höhepunkt für die Amateure, 1:1 erklärt der Weltmeister jedem Einzelnen, was gut und was schlecht war. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Präsent, das Magnus Carlsen Schachboard. Für den Norweger war der Abend Abwechslung und Vorbereitung zugleich. Vom 9. bis 28. November steigt die Schach-WM in London. Carlsen verteidigt seinen Titel gegen Fabiano Caruana. I think in principle it should be a bit different from the ones I've had already with Annan and Kajakin, since Caruana is a player who's less reliant on his openings to play. He plays a very very different game, so I really hope that the match will be more open and with more decisive results. Although, of course, you never know. If it starts with a couple of draws, it might be a bit tense because nobody wants to lose first. But
that's one of the interesting things. Things never go quite the way you expect. Es dürfte ein spannendes Duell werden und eines, bei dem der Weltmeister sicher stärker gefordert wird als an diesem Abend im Spiegelhaus.